Hallo Leute, da sind wir wieder und wieder dabei bei Payday 2 mit What Proc. Hi. So, wie ihr seht, wir sind noch eigentlich Standard draußen im Menü. Und Mod Proc wollte jetzt einfach mal noch was erklären zum Offshore-Konto, denn das hat ja noch gefehlt in den letzten Videos, weil wir nicht wussten, was wir damit anfangen sollen. Genau, also dieses Offshore-Konto habe ich mal im Internet nachgeschaut. Das kann man im Augenblick so verwenden, dass man sich diese Karten kaufen kann, die wir da mal gezogen haben. Die kann man sich von dem Geld kaufen. Und bei diesem berüchtigt braucht man auch was auf dem Offshore-Konto. Und zwar gar nicht so wenig, das sind 200 Millionen. Da würde ich sagen, arbeiten wir noch ein bisschen. Also für so 200 Millionen arbeiten wir definitiv noch ein bisschen. Ich habe es jetzt mal aufgemacht, da steht da, du hast noch nicht, was es braucht, um berüchtigt zu werden. Du benötigst Ruf Level 100, da bin ich jetzt 10 und 200 Millionen Dollar auf dem Offshore-Konto. So, okay, und dann kann man hier so ganz viele tolle Sachen machen, wie mehr Erfahrungspunkte und so weiter, aber interessiert uns erstmal nie, weil können wir gerade eh nicht benutzen. Genau. Erstmal brauchen wir viel Kohle und na gut. Dann gibt es noch eine Sache mit dem Offshore-Konto. Das ist zu gewissen Events, meist wenn neue DLCs kommen, so habe ich gelesen. Und dann gibt es jetzt hier, da wo das Offshore-Konto angezeigt wird, also da wo ich jetzt meine Maus habe, soll da irgendwo auf der linken Seite dann so ein kleiner Button sein, wo man draufklicken kann und dann kann man Geld vom Offshore-Konto verwenden. Und es Ah. gibt noch was, was man machen kann. Das habe ich vorhin gerade noch gefunden. Wenn man jetzt auf CrimeNet geht. Wir haben eine neue Nachricht. Gut, die ignorieren wir jetzt mal. Und auf Nebenjobs. Ne, nicht Nebenjobs. Falsch. Bei dem Auftragshändler. Da gibt es so gewisse Aufträge, da kann man draufklicken und da steht dann da, Jobauszahlung ist zum Beispiel 100.000 Dollar und die Offshore-Kosten, um diesen Auftrag zu machen, sind 80.000 Dollar. Das heißt, ich muss im Endeffekt 80.000 Dollar von meinem Offshore-Konto verwenden und wenn ich es schaffe, bekomme ich 100.000 auf mein Echtgeldkonto da. Also das geht auch noch. Aber da ist halt die Sache bei diesen Auftragshändlern, hat man ihn mal verkackt, dann ist die Sache hier laufen, ne? Also da ist kein Zurück mehr. Da kann man nicht mehr wiederholen und so weiter. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ach, die kann man nur einmal dann machen. Genau, das sind aber wirklich dann tatsächlich direkt so wie Auftragssachen. So, ich würde sagen, für das jetzige Video, ich mache einfach mal wieder eine neue Welt auf und werde dich dann wieder einladen. Okay. Wird wieder was Leichtes nehmen. Bitte nicht wieder das Einkaufszentrum. Ich hätte jetzt gerade einen Juwelier. Ja, doch, das machen wir mal. Den haben wir schon mal gehabt. Ja, mit Team KI spielen, ja, Cheater automatisch kicken, ja. So. Und jetzt mache ich natürlich Freunde einladen und da ist der Modprog und der will ja mitmachen. Okay, und dann kann ich einfach draufklicken. Und dann geht's zu dir auf dem Server. Achso, ich muss zurück zum Spiel drücken. So, und da ist er auch wieder. Das Mit meiner geilen Gesicht noch. Maske, die finde ich. Deine Maske ist sowieso die beste, aber meine ist natürlich auch irgendwie. Passt irgendwie, es sieht einfach beides total lustig aus. Ja. Ich sage mal so, wir starten jetzt einfach mal den Überfall. Irgendwann werden ja hier noch Leute dazu joinen. Genau, und ich habe mir jetzt mal, ich weiß nicht, ob man letzte Folge noch gesehen hat. Ich glaube schon, noch so ein leichtes, wie heißt's, angezogen. Leichte Schussweste. Ich Okay. weiß nicht, vielleicht kannst du die auch einfach aktivieren. Wenn du bei Ja. Ausrüstung klickst. Ich kann hier nur andere. Warte. Schutzweste. Genau. Ich kann die hier alles nochmal wechseln. Aber ich habe die normale Schutzweste drin. Die ist, glaube ich, besser für mich. Ja, die hält mehr aus. Ist da, bremst einen dafür, nimmt einen die Geschwindigkeit. Ja,
Na, für mich ist das durch die Fertigkeitssachen, die ich habe, ist das sowieso besser. Da juckt mich das nicht. Ja, ich probiere die jetzt einfach mal aus. Genau, probier du die mal aus und ich bleib mal noch bei meiner und dann schauen wir mal weiter. Gut, ich mache jetzt bereit. Wir haben noch zwei Spielerplätze verfügbar. Wie ihr ja auch wisst, falls ihr Bock habt, mit uns zu zocken, einfach mal einen Kommi schreiben und mit einem Namen oder so, dass wir drüber reden können. Weil zu viert ist natürlich schon geiler. Muss man ehrlich so sagen. Weil jetzt haben wir, wie man sieht, hier Leute, mit denen halt entweder Bots oder Leute, von denen ich keine Ahnung habe, wer das ist. Vor Beziehungsweise mit denen allem kann man ja Leuten, gar denen nicht. ich nicht, die ich nicht zusammenscheißen kann, wenn sie die Geisel alle umhauen. Ja. Müssen wir hin? Ah, da drüben hin. Was ich immer noch nicht geblickt habe, wie mache ich, dass sie die Polizei nicht anrufen? Abknallen. Nee, muss auch anders gehen. Geh jetzt mal hier dem Uber Chico hinterher. Ja. Von mir, wieso steht er da? Über die Fensterscheibe einschlagen. Der Oberchico, der ist hier drüben, hat er jetzt seine. Ja, der hat schon seine Maske aufgesetzt. Ja, ist schon zu spät. Wahrscheinlich. So. Okay, also bisher haben sie noch nicht die Polizei gerufen. Was genau unser Auftrag? Welchen Schmuck? Schmuck steht. Na toll. Wo ist denn der Spaß? Die Polizei ist ja ganz schön schnell da. Ja, nur weil so ein Pager nie beantwortet ist. Im Vorraum ist, schlagt einfach mal alle eine Vitrine an, nehmt euch ein so ein Teil raus. Nehmen gerade diesen. Ihr könnt ein so ein großes und mehrere so kleine. Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt ab. Aber wo müssen wir hin? Gehen wir wieder hier hinten raus, wo wir rein sind. Bin da gerade raus. Was steht er da? Steht und sichert den Schmuck. Okay, da ist ein Beutel. Wo ist unser Fluchtauto? Ich habe jetzt erstmal einen Beutel geholt. Na, wir haben noch kein Fluchtauto, wir müssen ja erstmal das Ziel erfüllen. Oh. Na gut, ich kann natürlich den Bohrer hier mal einsetzen. Ach ne, hier ist gar kein Tresor. Das ist ein Leichensack. Ist ja geil. Es gibt hier so Pakete. Wo hast du das gefunden? Hier in so einem Raum. Es lag auf dem Boden rum. Wie sieht es aus? Halt, es sah aus wie so eine Brief, wie so ein Brief halt. So ein Brief. Ja, wie okay, so na gut, ein. Dann weiß ich jetzt auch, was ich halt suchen muss. Aber wo zeigt mir den Schmuck nicht an?
Okay, der Fluchtwagen ist da. Jetzt alle den alle Schmuck nehmen, so viel ihr könnt. Problem ist, der Fluchtwagen steht genau auf der anderen Seite, ey. Vorsicht, da hinten beim Fenster, das SWAT-Team. Okay, da seid ihr her, da ihr seht es. Haltet ihr das in Schach und ich versuche mal hier vorne. Ich versuche eigentlich gerade hier so ein. Oh fuck! Wo kamen die denn her? Geht der immer noch? Ach, die Schweinehunde seilen sich hier ab, ey. Okay, der Raum hier ist soweit sicher. Ja, die Räume sind sicher, aber außen ist echt. Okay, ich habe mich jetzt verarzt. Ach scheiße. Vielleicht sollten wir. Kommt ihr raus? Ich habe jetzt mal. Oh komm, komm, wir rennen. Wie habt denn ihr die Beute? Ach, ihr habt alles an Beute. Schmeißt die Beute rein. Hab ich Beute? Nein. Wir müssen nochmal zurück. Aber ich mach mal kurz was. Ich verarzt mich vor. Okay, wir gehen wieder zurück. Kommt ihr? Ja. Liegt das hier oder was? Nee, das ist eine Person. Ah, ich hab's. Hast du's? Okay. Okay, gehen rüber. Ich folge dir. Autsch, autsch, autsch. Ja, steckt vorher noch extra etwas extra Beute ein. Also ich bin nicht für extra Beute einsammeln. Ich möchte hier weg. Weil das die Polizei irgendwie ein bisschen doof ist. Ah, jetzt haben wir's. Sehr schön. Stage Kurierpakete gefunden. Ah ja, genau, das habe ich ja mit eingesammelt. Okay. Ach so, gut, okay. Jetzt, das ist das, was ich vorhin zum Beispiel hatte. Das ist jetzt ein Auftrag in mehreren Tagen. Also in mehreren Aufgaben. Wir müssen jetzt fliehen. Ja, wir müssen jetzt noch fliehen. Das heißt, das hatte ich vorhin schon so. Wir haben jetzt so ein Fahrzeug dastehen von uns. Das ist kaputt. Wir müssen jetzt auf einen neuen Fluchtwagen warten. Okay, so wo verschanzen wir uns so lange?
Ja, am besten hinter den Autotüren, also so ging es bei mir vorhin ganz gut, wenn das vorhin nicht so... Also nicht, wenn das irgendwie ein Fehler war oder so. So, zack, und jetzt nochmal. Ich hatte gerade jetzt kein Video, sondern nur Text. Ja. Na, und jetzt siehst du hier unsere Kiste. Okay, ich nehme mal eine Tasche. Ich bin nämlich nicht wirklich langsamer mit der. Nimm auch mal eine. Hast du schon eine? Okay, alle haben eine Tasche. Mach dir. Der Transporter kommt dann hier hinten hin. Da hinten geht er hin. Hier liegt noch eine Tasche rum. Ja, wir können nur insgesamt 4 Taschen tragen, es gibt 5. Ach so. Die Polizei ist da hinten natürlich echt scheiße. So, genau das hier wäre echt eine Sniper echt nett. Keine Rauchbombe, ich denke, die greifen gleich an. Die treffen ihn jetzt nicht. Nee, ich brauche mich nicht verarzten. Übrigens, irgendeiner hat hier einen Arztkoffer von uns platziert. Da kannst du, wenn du F drückst, dich verarzten. Genau, kannst dich heilen lassen. Ich hab nur so kleine, weil da kann man sich nur einmal heilen lassen, aber muss man einen neuen platzieren. Davon habe ich aber nur 3 Stück. Deswegen setze ich die. Na gut, ich habe letztes. Hab da vorhin 2 Stück von eingesetzt. Nee. Munitionsback haben wir auch. Wenn jetzt dann gleich der Transporter kommt, müssen wir uns beeilen. Okay, ich lade mal Munition nach. Da rechts ist einer. Oh Gott. Ich glaube, ich verarzt mich mal. So. Jetzt müssen wir uns beeilen. Okay, ich renne nochmal zurück und hole noch einen Bolt. Oder soll ich nochmal zurückrennen? Immer so eine Frage. Komm zurück. Müssen die noch hier reingelaufen kommen und dann geht's. Sehr schön. Okay. Erbeutete Gegenstände 40.000. Früher am Leben Bonus plus 12.000. Sofort Bargeld 50.000. Sehr schön. Oh, davon Offshore landet der Großteil wieder auf dem Offshore. Wir kriegen gerade mal 26.000 Bar. Stimmt, da war ja was. Oh, aber die EXP hauen rein. Ja. 2 mehr Fertigkeitspunkte. Neue Waffen freigeschalten. Schwere Schutzweste. Ja, ich glaube, ich hole die mehr. Enter Payday. So, jetzt doch mal hier noch. Ich nehme mal das Karte. Linke, das hatte ich noch nie. Hab ich jetzt gekriegt? Ich hab Geld bekommen. Okay. 40.000. Oh, hast du es gut.
40.000, die sind echt hilfreich, ganz ehrlich. Das ist 40.000 Bargeld. Ja gut, Ja, das ist geil. 40.000 Bargeld, das ist Also richtig, richtig cool. Fertigkeiten. Ah, jetzt. Wo ist eigentlich Akimbo? Akimbo? Ah, hier oben ist Akimbo. Na, okay, dann Okay, ich mache schauen jetzt mal auf die wir mal. Sentry-Gun. Mal gucken. So, insgesamt weniger, Magazin 30, Schaden 28, Tarnung 16. Okay. Ey, was voll doof ist, ne? Um mit Scharfschützengewehr rumzurennen, brauchst du ein DLC noch extra. Oh. Gibt keine Standard Scharfschützen-Ding. Mit einer MG genauso? Besondere gibt es auch bloß die Kreissäge. Die Akimbos sind wenigstens frei, oder die Doppelpistolen. Und Schrotflinten kann man auch, sind Level gebunden. Finde ich, ist ein bisschen echt doof gemacht. Feuerrate ist höher und Stärke ist höher. Okay, ich habe vier solche. Okay, ich habe jetzt alle Fertigkeitspunkte ausgegeben. Ich gehe mal zurück. Soll ich mir Dann die AK Inventar, kaufen oder unten? Panzerung. Ach so. Nicht mal die schwere Schussweste, Maske. Ja, Sekundär. Und Primär halt. Ich kann mir natürlich jetzt mal irgendwas. Ja. Nee, ich kann mir nichts kaufen. Zumindest nicht für meine Hauptwaffe. Aber pack dir mal echt deinen Schalldämpfer auf. Die Das Waffe. bei der Standard, bei der Sekundär. Preiswerter Schalldämpfer. Ganz unten links müsste er sein. Ach, den kann ich direkt. Ja. Ah, der ist ja kostenlos sozusagen. Der ist kostenlos, davon hast du vier Stück. Gut zu wissen. Okay, ja, Mit da dem ist erhält deine man. Waffe nämlich echt deutlich leiser. Ja. Okay. Okay. Das war ja dann jetzt dieses Let's Play. Ja. Und jetzt sind wir auch schon alleine, weil wir zu lange gewartet haben. Hehe. Ich würde sagen, dann beenden wir das an dieser Stelle und wünschen euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, was auch immer. Und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum Genau, nächsten schaut Mal. mal rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß!